So geht's noch besser zum Goethe ÖSD-Zertifikat B1. Testbuch. Modelltest 1. Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Beispiel: Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Sie sind mit der Gemeinschaftspraxis Müller-Ehrlich verbunden. Unsere Praxis ist zurzeit geschlossen. Unsere Sprechstunden sind montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie auch nachmittags von 17 bis 20.30 Uhr außer Mittwochs. Nur Herr Ehrlich ist auch am Mittwochnachmittag für Sie da. Am Wochenende ist die Praxis nicht besetzt. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 02156 456789. In ganz dringenden Fällen können Sie uns auch über das 24-Stunden-Service-Telefon erreichen. Die Nummer ist 0171 808080. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Nummer 1. Sie hören eine Information im Supermarkt. Verehrte Kunden, Schnäppchenpreise zum Nulltarif. Greifen Sie zu. Unser Angebot für diese Woche. Spanische Tomaten, das Kilo nur 99 Cent. Andalusische Apfelsinen, 34 Cent das Pfund. Weintrauben aus Benidorm, nur 1,49 das Kilo. Bonuskartenkunden erhalten zusätzlich 10% Discount. Lassen Sie sich das Angebot also nicht entgehen. Es gilt, solange der Vorrat reicht. Greifen Sie zu und gönnen Sie im Gaumen ein wenig spanischen Geschmack. Nächste Woche dann im Angebot griechischer Schafskäse und Oliven. Viel Spaß! Nummer 2. Sie hören aus dem Cockpit folgende Durchsage. Verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Die Turbinen laufen schon warm, wie Sie hören können, aber leider haben wir wegen zu hohem Flugaufkommen noch keine Starterlaubnis erhalten. Der Luftraum über Frankfurt ist überfüllt. Wir werden jedoch in Kürze starten und von der Startbahn 03 nach Norden fliegen. Wir haben leider etwas Gegenwind und werden somit etwas später in Frankfurt landen. Trotz dieser kleinen Verzögerung wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Aufenthalt an Bord. Nummer 3. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Verehrte Bahnreisende, auf Gleis 6 erhält in wenigen Minuten Einfahrt der EC 409 aus München nach Venedig über Bad Tölz, Innsbruck, Brenner und Turin. Die erste Klasse befindet sich in den Abschnitten A, B und C, der Speisewagen im Abschnitt E. Planmäßige Abfahrt um 9.16 Uhr. Eine wichtige Information für die Gäste nach Venedig. Aufgrund von Bauarbeiten am Schienennetz zwischen dem Brennerpass und Turin werden Ersatzbusse eingesetzt, die die Passagiere vom Brenner Hauptbahnhof nach Turin befördern. Die Busse stehen am Bahnhofsvorplatz. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unser Zugpersonal. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten Sie um Ihr Verständnis. Eine gute Reise wünscht Ihnen das Bahnteam. Nummer 4.
Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Hey Klaus, hier ist Marco. Ich wollte mich nochmal wegen unserer Fahrt zur Buchmesse in Hannover melden. Ich bin gerade im Internet und suche die günstigste Reisemöglichkeit. Ich bin auf eine Seite gestoßen, die sich Carsharing nennt. Das bedeutet, dass man zusammen mit dem Besitzer des Autos fährt und sich die Fahrkosten teilt. Das wäre doch super. Es ist ganz einfach. Man muss sich nur registrieren. Es fallen keine weiteren Kosten an. Also überleg es dir. Vielleicht ist das die beste Lösung, günstig nach Hannover zu kommen. Informationen dazu findest du auf der Website www.carsharing.de. Also melde dich bitte schnell. Nummer 5. Sie hören den Wetterbericht im Fernsehen. Und nun der Wetterbericht für morgen, Donnerstag, den 9. August für den ganzen Kölner Raum. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Westen der Kölner Bucht und im Norden gering bewölkt und meist trocken. In der Mittagszeit ziehen Wolken aus dem Westen auf und bringen heftigen Regen mit sich. In einigen Teilen kann es sogar zu Gewittern kommen. Im Osten dagegen bleibt es relativ trocken und warm. In den frühen Abendstunden könnte es nass und feucht werden. Die Temperaturen liegen im Westen bei 15 Grad, im Osten bei 23 Grad. Der nächste Wetterbericht um 18 Uhr mit den Nachrichten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einem Rundgang in der Universität teil. Liebe Studentinnen und Studenten unserer Hochschule, seien Sie alle herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen auch im Namen unseres Hochschuldirektors einen guten Start ins Studium wünschen. Wir hoffen, dass Sie tolle Erfahrungen sammeln werden und ein sehr produktives Studium verfolgen und abschließen. Mein Name ist Alexander Hufen. Ich bin wissenschaftlicher Assistent an der Fakultät für Philosophie und werde Ihnen 4 Stationen der Universität zeigen und erläutern. Die erste Station ist unsere Bibliothek, es folgen die Hörsäle, anschließend die Staatsbibliothek und zum Schluss das Studentenamt. Beginnen wir zuerst mit der Bibliothek. Darf ich Ihnen zuallererst unsere netten Bibliothekarinnen vorstellen, Frau Mertens und Frau Bücher. Die Bibliothek. Vor uns befinden sich die Garderobe und die Schließfächer. Hier können Sie Ihre Jacken und Taschen aufbewahren. Im Leseraum, gleich hier links, können Sie die Bücher aus der Bestandsbibliothek lesen, sowie Magazine und Zeitschriften aus dem Sortiment nehmen, falls Sie damit arbeiten wollen. Falls Sie Zugang zum Archiv benötigen, müssen Sie das vorher anmelden. Hier links stehen 35 Computer mit Internetanschluss und Zugriff auf unsere Bestandsbibliothek über das OPAC-Programm. Die Benutzung ist einfach. Tragen Sie lediglich den Titel oder den Autor oder auch ein Schlagwort des von Ihnen gewünschten Buchs ein und schon sucht Ihnen der Generator das Passende heraus. Sollten Sie sich für eines dieser Bücher entschieden haben, drücken Sie die Enter-Taste. Es folgt ein Hinweis, dass das Buch innerhalb von 10 Minuten abgeholt werden kann. Sie können Bücher auch über Partneruniversitäten bestellen, sollten Sie hier ein bestimmtes Werk nicht finden.
Dies ist allerdings mit einem Aufpreis verbunden. Erkundigen Sie sich hier bei Frau Mertens und Frau Bücher. Im Anschluss können Sie von unserer netten Kollegin am Empfang eine Lesekarte erhalten. Dafür brauchen Sie nur ein Lichtbild und Ihre Immatrikulationsbescheinigung. Mit dieser Karte können Sie bis zu 5 Bücher ausleihen. Mit dieser Karte haben Sie auch die Möglichkeit, in der Staatsbibliothek Bücher auszuleihen, aber dazu später mehr. Bitte achten Sie bei jeder Ausleihe darauf, dass Sie die Bücher in einem guten Zustand bewahren. Sollten große Schäden an Büchern zu erkennen sein, müssen Sie dafür aufkommen und die Bücher unter Umständen ersetzen. Bei Überschreiten der Leihfrist wird eine Gebühr von 50 Cent pro Tag erhoben. Denken Sie auch im Interesse anderer Leser daran, dass Sie die Bücher rechtzeitig zurückbringen. Oben auf der Terrasse befindet sich ein kleines, aber sehr reizvolles Café, wenn Sie die kleine Pause für zwischendurch suchen. Dort können Sie allerdings keine Bücher mitnehmen. So, ich gebe Ihnen 10 Minuten Pause, damit Sie sich die Räumlichkeiten anschauen und dann treffen wir uns wieder, damit wir unsere Einführungsrunde fortführen können. Bitte nehmen Sie beim Betreten des Lesesaals Rücksicht auf die Leser. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aufgaben richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Sie sitzen in einem Café und hören ein Gespräch zweier älterer Damen. Also Hannelore, nun erzähl doch mal, wie war dein Au-pair-Jahr im Ausland? Es war unbeschreiblich schön. Ich habe es richtig genossen. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir fehlt Australien sehr. Wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal. Du weißt ja, dass meine Enkelin vor 2 Jahren als Au-pair-Mädchen nach England gegangen ist. Sie hatte dort 1 Jahr im Haus eines Grafen gewohnt und seine 2 Kinder betreut. Unter der Woche musste sie nachmittags von 2 bis 6 den Kindern bei den Hausaufgaben helfen und am Wochenende mit den Kindern zum Spielplatz gehen oder andere Aktivitäten machen, wie ins Schwimmbad oder auch mal ins Kino gehen. Sie hat so sehr davon geschwärmt, dass ich mich selbst für diese Arbeit begeistern konnte. Aha, und was hast du dann gemacht? Ich hatte dann recherchiert und bin sofort auf die Initiative Oma Goes Au Pair gestoßen. Ich habe die Voraussetzungskriterien gelesen, mir auch die Kommentare anderer Teilnehmer angeschaut und war davon überzeugt, dass ich das mache. Und habe mich prompt beworben. Kurze Zeit später bekam ich auch eine positive Antwort. 3 Wochen später war ich auf dem Weg nach Sydney. Und die Familie war einfach toll. Ja, und hast du den Flug gut überstanden? Na, du weißt doch dein Alter. Einfacher konnte es gar nicht gehen. Ohne große Mühe und körperliche Belastung habe ich den Flug gut überstanden. Es waren zwar 22 Stunden, aber die Stewardessen haben sich gut um mich gekümmert. Und als ich in Sydney ankam, erwartete mich die ganze Familie Hansen und der kleine Ronny. Von ihm hast du ja die ganze Zeit geschwärmt. Ja, er ist ein kleiner Engel. Natürlich war die Zeit nicht immer einfach. Wie war es in Australien? Ich meine, in Sydney.
Richtig toll. Die Hansons leben in einem kleinen Vorort von Sydney in einem wunderschönen Einfamilienhaus. Die Eltern von Ronnie sind berufstätig und hatten mir die Erziehung von ihm überlassen. Gar nicht so einfach, als Erzieherin in Rente wieder da reinzukommen. Es war schön, aber es gab auch immer wieder Schwierigkeiten. Ein verwöhntes Kind. Es gab in den ersten Wochen Streitereien, aber als wir uns dann aneinander gewöhnt hatten, hatten wir sehr viel Spaß. Was habt ihr denn den ganzen Tag so gemacht? Morgens habe ich für die ganze Familie das Frühstück vorbereitet. Es war für mich überhaupt keine Frage, denn ich stehe ja, wie du weißt, sehr früh auf. Danach verließen die Hansons das Haus und der Schulbus holte Ronnie für den Kindergarten ab. Und was hast du gemacht, wenn alle aus dem Haus waren? Ich habe mich um den Haushalt gekümmert. Ich bin auch spazieren gegangen und ich habe das Essen vorbereitet. Nachmittags kam Ronnie nach Hause und wir haben dann gemeinsam gegessen. Er musste erst einmal ins Bett. So gegen 5 habe ich dann kleine Wissensspiele mit ihm gespielt und ihm natürlich auch deutsche Lieder beigebracht. So? Welche denn? Na, das Wandern ist des Müllers Lust und Hänschen klein natürlich. Hatte er den Spaß dabei? Die Freude war ihm ins Gesicht geschrieben. Wir hatten gemeinsam so viel Spaß und haben uns so sehr daran gewöhnt, dass er am Tag meiner Abreise so sehr geweint hat. Er wollte mich gar nicht gehen lassen. Er zog an meiner Jacke und rief, bleib hier. Da kamen mir die Tränen. Die Hansons haben mir ein Angebot gemacht, das ich aber ausgeschlagen habe. Welches denn? Noch ein Jahr in Australien bleiben. Aber das ging leider nicht, denn der Vertrag war nur für ein Jahr. Vermisst du den Kleinen? Ja, sehr. Aber weißt du, sie haben mir versprochen, mich im nächsten Winter zu besuchen. Weihnachten in Deutschland, das müssen sie einmal gesehen haben. Und ich freue mich schon auf sie. Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Anna Wenz und Anton Grubauer zum Thema Denglisch in unserer Gesellschaft, ja oder nein, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um Denglisch, den Einfluss englischer Wörter auf unsere Sprache. Dazu haben wir 2 Gäste eingeladen, Frau Anna Wenz, Linguistin an der Universität Frankfurt und den Vorsitzenden des Vereins für deutsche Sprache, Herrn Anton Grubauer. Die Diskussion entstand eigentlich aus einer Notsituation heraus. Viele Bundesbürger verstehen viele Wörter in Werbungen oder öffentlichen Einrichtungen nicht, zum Beispiel McClean, das neuerdings für Toilette an Bahnhöfen oder Flughäfen steht. Frau Wenz, werden wir immer internationaler? Ja, ganz genau. Sprachen sind einem ständigen Wandel ausgesetzt und Sprachen lassen sich beeinflussen. Wie viele Wörter haben wir eigentlich aus dem Lateinischen und dem Griechischen übernommen? Einen ähnlichen Einfluss haben wir nun durch die englische Sprache. Auch die deutsche Sprache hat ihren Einfluss auf die englische Sprache gehabt. Ich sehe diesen Wandel der Sprache durchaus positiv. Stimmen Sie dieser These zu, Herr Grubauer? Ganz und gar nicht, denn Sprache ist ein Kommunikationsmittel. Sprache muss man verstehen. Und ich frage mich, wie viele Bundesbürger sprechen kein Englisch? 1/3.
Das sind meistens die Älteren. Wie soll zum Beispiel ein Rentner am Bahnhof auf dem Weg zur Toilette den Begriff McLean verstehen? Ja, aber es geht doch hier nicht um das Wort, sondern um den Begriff und um den Kontext. Stellen Sie sich doch mal kleine Kinder beim Fremdsprachenlernen vor. Sie erkennen das Wort nicht sofort, sondern erst durch den Kontext. Damit meine ich, dass dieser Mann auf dem Weg zur Toilette nicht gleich das Wort McLean versteht, aber dafür das Toilettensymbol erkennt. Ja, aber fühlt man sich nicht hilflos, wenn man die Worte nicht versteht? Zum Beispiel hat meine Tochter in der Berufsschule am Ende des Halbjahres ein Assessment bekommen und ich habe erst sehr lange überlegen müssen, was das ist. Erst als ich in einem deutsch-englischen Lexikon nachschaute, verstand ich, worum es geht. Ein Assessment ist also ein Zwischenzeugnis für das erste Halbjahr. Daraufhin habe ich mich mit dem neuen Wort vertraut gemacht. Ich brauchte eine Weile, aber jetzt benutze ich es auch. Es mag sein, dass hier und da Wörter wie Casting, Computer oder auch neuerdings Gerätenamen aus dem Englischen, wie zum Beispiel der MP3-Player, verwendet werden. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Wörter den Begriff genau definieren. Dadurch versteht man genau, was damit gemeint ist. Warum? Was haben Sie gegen das Wort Tonabspielgerät? Ein wunderschönes deutsches Wort. Es gibt den Ton wieder und spielt alles ab. Außerdem sind ausländische Firmen laut Gesetz dazu verpflichtet, eine deutsche Version abzudrucken. Die Betriebe sollten die Sprache des Landes, in dem sie das Unternehmen führen, pflegen. Finden Sie also, dass zu wenig Respekt gezeigt wird? Ja, natürlich. Na, ich glaube, da übertreiben Sie. Der Einfluss kommt doch gerade durch die Unternehmen, die mehr oder weniger kuriose Namen benutzen. Es gibt nun mal eben Namen, die man nicht so ohne weiteres übersetzen kann. Führt uns diese Sprache zum Ende unserer eigenen Sprache? Frau Wenz, wie sehen Sie das? Also, wir müssen hier natürlich die Einflüsse der Medien von den sozialen Gegebenheiten differenzieren. Wenn ein Kind zum Beispiel in einem multinationalen Umfeld lebt, ist es doch wohl logisch, dass es Wörter lernt, die in diesem Milieu gesprochen werden. So ist es auch mit den englischen Wörtern. Sie werden in unserer Gesellschaft benutzt, also ist es unmöglich, sie nicht zu benutzen. Wir können doch nicht vorschreiben, was wir sagen dürfen und was nicht. Das wäre gegen die Redefreiheit. Man könnte das zumindest reduzieren. So wie die Franzosen zum Beispiel. Die haben ihren Rat der französischen Sprache. Der entscheidet, welche Wörter man sprechen darf oder nicht. In den Schulen, in den öffentlichen Einrichtungen sollte man Denglisch einfach verbieten. Das ist nicht ganz einfach. Da steht Deutschland in einem sehr engen Kontakt zu Amerika. Die Franzosen sehen sich autonomer, unabhängiger. Sie fühlen sich aber auch ständig bedroht. Dieses Gefühl haben wir zum Glück nicht. Deshalb haben wir kein Gremium, das sich damit beschäftigt. Vielleicht sollten wir eins schaffen, aber unser Land ist einfach zu liberal, als dass es ständig auf die Wörter achtet, die sich einschleichen. Dann müsste man ein Verbot auferlegen und das wäre sprachliche Diktatur. Vielleicht sollte jeder selbst entscheiden, wie er seine Sprache spricht. Der eine will pures Deutsch verwenden, der andere möchte englische Wörter benutzen, weil er so in einem internationalen Umfeld besser kommunizieren kann. Die Diskussion scheint wohl endlos zu sein. Da haben Sie völlig recht. Man sollte alles tun, um die Sprache zu bewahren. Ja, Frau Wenz, Herr Grubauer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns waren und Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich Tschüss, bis morgen zu einer neuen Diskussionsrunde, wenn es darum geht. Modelltest 2. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht im Fernsehen. Ein
Ein heftiges Erdbeben erschütterte am Donnerstagnachmittag die Region um Neapel. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geologischen Instituts ca. 5 Kilometer unter dem Meeresboden. 4 Erdstöße von einer Stärke von 4,5 auf der Richterskala wurden registriert. Wenige Minuten später gab es noch ein weiteres Nachbeben. Wie das Geologische Institut mitteilte, seien nach den 5 Beben keine weiteren zu erwarten. Nach Angaben der Polizei gab es bis jetzt keine Schäden oder Todesfälle. Die Einwohner der umliegenden Regionen seien allerdings skeptisch und erwarten weitere Beben. Viele von ihnen werden heute im Freien schlafen, ehe sie morgen wieder in ihre Häuser ziehen. Nummer 1. Sie wollen in den Tierpark gehen und hören die Öffnungszeiten am Telefon. Tierpark Sauters. Dieses Jahr bieten wir Ihnen außer unserem regulären Programm eine einmalige Sensation. Kommen Sie und bestaunen Sie den weißen Tiger und die indischen Löwen aus dem fernen Osten. Noch bis zum 12. April können Sie die Wildkatzen des indischen Zoos Tirubuktu aus Neu-Delhi in unseren Gehegen bestaunen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Bitte beachten Sie, dass jeweils eine Stunde vor Schluss der Eintritt in den Tierpark nicht mehr möglich ist. Tickets erhalten Sie an der Kasse oder online. Das Team des Tierparks wünscht Ihnen einen schönen Aufenthalt. Nummer 2. Sie hören im Radio folgende Werbeansage. Auch in diesem Jahr verschenkt das Möbelhaus Weg Wertgutscheine in Höhe von bis zu 200 Euro. Wie? Ganz einfach. Besuchen Sie unser Möbelhaus an der Bernerstraße 27 in Zürich-Altstetten und schauen Sie sich unsere neue Sommermöbelkollektion an. Nach jedem Möbelkauf aus unserer Sommermöbelkollektion nehmen Sie automatisch an einer Verlosung teil und gewinnen dabei einen Wertgutschein von 50 bis 200 Euro. Es lohnt sich immer. Also zögern Sie nicht. Die Wertgutscheine gibt es nur für diese Kollektion, nicht für die Winterkollektion in unserem Möbelhaus. Bei einigen Produkten mit dem roten Punkt gibt es sogar den höchsten Wertgutschein von 200 Euro. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Also nichts wie weg, zum Möbelhaus weg. Nummer 3. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jessica, hier ist Gabi. Du, ich konnte dich leider auf deinem Handy nicht erreichen und so spreche ich dir halt aufs Band. Wegen übermorgen muss ich dir leider absagen, da unverhofft meine Schwiegermutter kommt. Tja, und da ist eben noch einiges zu tun. Ich muss das Haus aufräumen, die Fenster putzen und staubsaugen. Da muss ich noch auf den Markt gehen. Das muss ja gemacht werden, weil mein Mann schafft das nicht. Er hat keine Zeit. Und all das jetzt, weil meine Schwiegermutter kommt. Du weißt ja, wie sie ist. Sie nörgelt nur herum, wenn es nicht sauber ist. Entschuldige, dass der Kinderbesuch ins Wasser fällt. Ich wollte ja so gern mit dir den neuen Film sehen. Sobald aber meine Schwiegermutter weg ist, hole mir das nach. Einverstanden? Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Kaufhaus. Sehr verehrte Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser Haus in wenigen Minuten schließt. Sollten Sie Ihren Einkauf noch nicht erledigt haben, steht Ihnen nur noch unsere Hauptkasse in der ersten Etage zur Verfügung.
Alle anderen Kassen sind schon geschlossen. Die Parkhausbenutzer werden gebeten, auch den Haupteingang zu benutzen, da die anderen Parkhauszugänge bereits geschlossen sind. Vergessen Sie nicht, Ihre Parkkarte an der Kasse zu entwerten, wenn Sie Einkäufe gemacht haben, damit Sie keine Parkgebühren bezahlen müssen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Nummer 5. Sie hören die Verkehrsnachrichten im Radio. Verkehrsnachrichten. Wegen einer Demonstration vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof sind zurzeit alle Zufahrtsstraßen ins Zentrum geschlossen und es kommt zu längeren Staus. Die Polizei bittet alle Autofahrer, in den nächsten 2 bis 3 Stunden das Zentrum zu meiden, da es zu noch weiteren Behinderungen im Stadtgebiet kommen kann. Autofahrer Richtung Bad Cannstatt und Elbersfelde werden gebeten, die Südausfahrt zu benutzen. Es kann durch das erhöhte Verkehrsaufkommen allerdings auch dort zu stockendem Verkehr kommen. Weitere Meldungen in Kürze. Auf den übrigen Autobahnausfahrten um den Ring sind keine Verkehrsstörungen gemeldet. Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Führung teil und hören folgende Informationen. Liebe Gäste, seien Sie herzlich willkommen auf der Burg Falkenauge. Ich möchte mit Ihnen heute die alten Mauern dieser großen Burg durchstreifen und Ihnen die Geschichte des Grafen Friedbergs näher bringen. 1545 gründete Graf Johann Friedberg diese Burg. Seinen Namen bekam er vom Volk, denn er wünschte sich nichts sehnsüchtiger als ein friedfertiges Leben. Er regierte das Volk mit Güte und Gerechtigkeit, deshalb auch der Name Fried. Der Begriff Berg stammte natürlich von der Anhöhe, auf dem die Burg gebaut wurde. Das Volk lebte um die Burg herum und 6 Jahrhunderte lang bis zur Neuzeit lebte es in Wohlstand. Der Legende nach soll ein reicher Mann namens Graf Wertburg das Gut im Visier gehabt haben. Es hatte ihm so sehr gefallen, dass er alles daran setzen wollte, diese Burg zu besitzen. Graf Friedberg erfuhr davon und es ließ ihm keine Ruhe. Er versuchte mit allen Mitteln, Wertburg davon abzuhalten, seine Burg zu erobern. Eines Tages kam es aber dazu, dass Wertburg die Burg Falkenauge angriff. Friedberg soll von der Festung aus Pech und Federn auf Wertburg geworfen haben. Durch diese Tat entblößt, fühlte sich Wertburg geschlagen. Auf der Burgbrücke rutschte Wertburg aus und fiel in den Graben der Burg. Es ist verwunderlich, dass Friedberg nach diesem Angriff keine Wehranlagen bauen ließ. Friedberg wollte das nicht. Er fürchtete sich vor keinem Eindringling, weil er ja ein friedlicher und gutmütiger Mensch war. Er machte sich nichts aus Kampf und Krieg. Stattdessen widmete er sich seiner großen Liebe, dem Schreiben von Märchen. Er las sie seinem Sohn Emanuel von Friedberg vor und soll ungefähr 110 Märchen geschrieben haben, von denen man leider nur 30 fand. Ein großer Verlag hat diese Geschichten nun veröffentlicht. Sie können den Sammelband auch in unserem Schlossladen erwerben. Das klingt alles eher einfach und schlicht, ruhig und gelassen, weil sie vielleicht das Leben auf einer Burg mit Rittern und Mägden verbinden, mit Festen und Turnieren. Nur hinter einer Tür ging es auf dieser Burg drunter und drüber, und zwar hier. Das ist die Tür zur Küche der Burg. Die Küche war das Reich der Katharina von Friedberg. Die Gemahlin des Grafen Friedberg stellte jeden Tag ihre Kochkunst aufs Neue unter Beweis. Neben Katharina Friedbergs Seelachsfilet mit Rahmsoße oder Eisbein war ihre berühmteste Spezialität die Zwiebelsuppe, die in der gesamten Grafschaft bekannt wurde. Die Menschen, zumindest auf der Burg, aßen sie mit Genuss.
Katharina Friedbergs Zwiebelsuppe ist heute in Deutschland weit und breit bekannt. Ich hoffe, dass ich Ihnen durch die Erzählung den Appetit angeregt habe, denn Sie haben nun die einmalige Gelegenheit, diese Leckerei in unserem Restaurant auf der Burgterrasse zu probieren. Hören Teil 3. Sie sehen im Fernsehen eine Reportage über einen Dschungelwanderer. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, den Urwald des Amazonas zu durchqueren? Naja, genauer gesagt war das nicht nur das riesige Amazonasgebiet, sondern die ganze Strecke vom Pazifik bis zum Atlantik in Südamerika. Jemand sagte, dass das unmöglich ist und wir behaupteten das Gegenteil. Plötzlich wurde aus einer spontanen Idee ernst. Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie die Idee in die Tat umgesetzt? Drei Freunde und ich schmiedeten einen Plan. Wir legten die Route fest, holten Informationen zu den Reiseformalitäten und natürlich zu der geografischen und politischen Lage der Länder ein. Und wie begann dann die eigentliche Reise? Samt Crew machten wir uns im Frühjahr 2004 zuerst auf den Weg nach Chile. Wir wollten über die Gebirgskette der Anden ins Amazonasgebiet. Dort begleitete uns ein Trekking-Team. Wir wanderten circa 3 Wochen über die Bergkette. Gott sei Dank war ein großer Teil des Schnees geschmolzen. Das klingt ja alles sehr atemberaubend. Wieso begann Ihre Wanderung erst in den Bergen? Da wir schon mal in Südamerika waren, wollten wir die verschiedensten Regionen erkunden. Ich hatte schon viel darüber gelesen, es hatte sich gelohnt. In den Bergen gab es wirklich sehr schöne Momente, zum Beispiel der Sonnenuntergang. Wir waren alle von einem Glücksgefühl erfüllt, sodass wir erst einmal angefangen haben zu weinen. Es waren Freudentränen, wissen Sie? Wow, ich kann das nachempfinden. Und dann? Die vielleicht anstrengendste und schwierigste Etappe war der Dschungel. Meine Kollegen und ich verabschiedeten uns von dem chilenischen Team an der Grenze zu Brasilien und dort schlossen wir uns dem brasilianischen Waldhüterverband an, der ausschließlich aus Urwaldindianern bestand. Wir bereiteten zusammen mit ihnen die nächste Etappe vor. Was haben Sie da genau gemacht? Wir mussten erst einmal Proviant kaufen, Kleider und Werkzeug vorbereiten. Als die Regenzeit begann, kamen wir in den dichtesten Teil des Waldes. Die Bäume waren so ineinander verästelt, dass wir stundenlang mit dem Säbel den Weg freischneiden mussten. Das war hart. Boah, das klingt ja wirklich nach harter Arbeit. War das nicht auch gefährlich? Natürlich, vor allem in der Nacht. Wir mussten nachts abwechselnd mit Gewehren Wache schieben, dass sich ständig Tiere näherten. Das Schlimmste aber war, dass mein Kollege Manfred von einer Schlange gebissen wurde. Oh Gott, was haben Sie da gemacht? Ohne lang zu überlegen, fügte ich ihm eine kleine Wunde oberhalb der Bisswunde zu und presste so fest, dass das Gift wieder herausfloss. Wir waren erleichtert, als Manfred wieder zu Bewusstsein kam. Mussten Sie nicht ins nächste Krankenhaus? Als wir den Fluss erreichten, bekamen wir Hilfe von einigen Urwaldindianern, und sie brachten Manfred mit dem Boot zum nächsten Dorf. Ich wollte zu dem Zeitpunkt aufgeben und Manfred in die Krankenstation begleiten. Sein Leben war mir wichtiger als alles andere. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben ja schließlich die Reise nicht unterbrochen. Manfred fasste mich am Arm und bat mich, nicht aufzugeben. Ich sollte ihm versprechen, weiterzuziehen, denn dafür waren wir ja schließlich gekommen. Es gäbe kein zweites Mal. Wenn das Schicksal es so wolle, würde er mich an der Küste zum Atlantischen Ozean wiedersehen. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit dem deutschen Soziologen Bernd Bechstein und der Auslandskorrespondentin Ulrike Meyer über das Thema Deutsche im Ausland nicht so sehr beliebt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, wie beliebt wir Deutsche eigentlich im Ausland sind.
Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die es am besten wissen müssten. Herrn Professor Dr. Bernd Bechstein, Soziologe an der Universität Frankfurt, und Frau Ulrike Meyer, die als Auslandskorrespondentin tätig ist. Frau Meyer, wie beliebt sind wir denn? Ich denke schon, dass wir sehr beliebt sind. Vor allem wegen unseres technischen Fortschritts und der Innovationen in Technologie, Forschung und Naturwissenschaften. Stimmen Sie dem zu, Herr Bechstein? Naja, es mag schon sein, dass viele Völker der deutschen Automobilindustrie treu geblieben sind, indem sie BMWs oder VWs kaufen. Oder vielleicht besitzt der eine oder der andere sogar seit 20 Jahren eine AEG-Waschmaschine. Aber die Situation ist doch laut Studien anders. Die Deutschen werden von anderen Völkern wegen ihres Verhaltens kritisiert. Wenn andere Völker die deutsche Technik und die Innovation nicht schätzen, welche Gründe gibt es dann, dass wir nicht angesehen sind? Sind es denn immer noch die negativen Bilder der Kriege der Vergangenheit? Nein. Auch wenn diese noch in den Köpfen der älteren Generation festgenagelt sind. Es sind auch nicht die Bilder von Würstchen, Bier und Oktoberfest. Es sind eher Bilder einer sehr starken Ordnungsmanie, die uns prägt. Dieses Gefühl hatte ich während meiner beruflichen Laufbahn nicht. Im Gegenteil. Ich habe Menschen kennengelernt, die sehr ordentlich und bewusst arbeiten. Vielleicht sogar mehr als ein Deutscher. Ich wurde im Ausland immer sehr offen und warmherzig aufgenommen. Manche haben mich auch zu sich eingeladen und mit einigen verbindet mich noch eine sehr innige, tiefe Freundschaft. Einem Deutschen würde man das ja auch nicht direkt ins Gesicht sagen, natürlich nicht. Stellen Sie sich vor, wie komisch das wäre. Aber es ist schon so, dass wir in unserer Gesellschaft ein sehr starkes Gefühl von Ordnung entwickelt haben. Mit anderen Worten, halten wir uns streng an Verkehrsregeln, an Anweisungen, was andere Völker nicht unbedingt tun, weil Gesetz und Ordnung für sie zweitrangig sind. Und Beispiele gibt es genug. Das sehe ich nicht so. Wir arbeiten nicht mehr oder weniger als andere Menschen. Außerdem sind wir ja nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die Ordnung und Regeln befolgen. Ja, das Einhalten der Gesetze in einem Rechtsstaat wie Deutschland hat den Vorteil, dass wir ein sicheres und demokratisches Leben führen. Nur so können wir in Frieden und Demokratie miteinander auskommen. Warum wird das von anderen Völkern belächelt? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie die Südländer, ein temperamentvolles Volk wie zum Beispiel die Italiener oder Spanier. In diesen Ländern herrschen ganz andere Wetterbedingungen. Stellen Sie sich vor, dass man bei 40 Grad eine Arbeit verrichten muss. Ich würde nicht erwarten, dass das sofort klappt. Man lässt sich also Zeit damit. Hat das aber nicht auch mit der Mentalität oder dem Charakter zu tun? Ja, schon. Es handelt sich hier um einen Charakterzug, der sich auf die Mehrheit des ganzen Volkes ausgebreitet hat. Und das formt sich mehr oder minder zu einer Mentalität. Stellen Sie sich nur vor, ich würde mich in einem südeuropäischen Land so verhalten wie in Deutschland. Dann würden die erst einmal sagen, mach mal halblang, das hat doch Zeit. Dann verstehe ich nicht, warum man unsere Einstellung belächelt. Ich vermute, dass man tief im Inneren doch diese Leistungen schätzt. Aber in der Lebensphilosophie eines Ausländers stehen andere Werte an erster Stelle. Diese Menschen belächeln uns, weil sie in ihrem Leben eine andere Priorität gesetzt haben. Frau Meyer, wie stehen Sie dazu? Würden Sie vielleicht Ihre Prioritäten ändern oder auch mal ordnungswidrig handeln? Mal ein wenig Siesta halten und wie ein Südländer leben? Ich glaube, das könnte ich nie, weil ich gelernt habe, schnell und gewissenhaft zu handeln und professionell in meinem Beruf zu arbeiten. Ich finde, eine Gesellschaft würde darunter leiden, wenn es keine Ordnung gäbe. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn ich im Bad einen Rohrbruch habe und ich den Klempner rufe und der mir dann sagt, ich komme heute irgendwann im Laufe des Tages. Da würde ich durchdrehen und stünde letztendlich unter Wasser. Das kann ich völlig nachvollziehen. Da sind wir anders erzogen.
aber es wäre auf keinen Fall verkehrt, einmal die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft zu drosseln und auch mal zu sagen, was ich heute nicht machen kann, kann ich auch mal morgen machen. Das täte unserem Gesellschaftsgefüge doch ganz gut. Vielleicht sollten wir wirklich mal andere Prioritäten setzen, damit es uns als Gesellschaft nicht nur materiell, sondern auch gesellschaftlich gut geht. Sehr vernünftig. Frau Meier, Herr Bechstein, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Beitrag zu diesem Thema. Diese Perspektive war doch sehr interessant. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich von Ihnen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht. Modelltest 3. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Morgen, Herr Berger. Hier ist Anton von der Autovermietungszentrale. Ich rufe Sie bezüglich Ihres Möbeltransports nach Aachen an, nachdem Sie mich ja gefragt haben, welche Autos ich Ihnen für die Zeit vom 1. bis zum 3. September anbieten kann. Hier nun mein bestes Angebot für Sie. Einen BMW Kleinbus für 39 Euro pro Tag plus eine einmalige Abschlussversicherung von 15 Euro für Schäden, Verkehrsunfälle oder auch Personenschäden. Die Versicherung ist optional, aber ich würde Ihnen dazu raten, da bei Umzugsarbeiten erfahrungsgemäß Beschädigungen entstehen können und Sie wären damit abgesichert. Sollten Sie sich für dieses Angebot entscheiden, rufen Sie mich bitte an. Nummer 1. Sie hören eine Nachricht im örtlichen Schwimmbad. Liebe Badegäste, der Fahrer des Wagens mit dem polizeilichen Kennzeichen SU RT 890 wird gebeten, seinen Wagen von der Feuerwehreinfahrt wegzufahren. Er blockiert die Einfahrt zum Gelände. Sollte der Gast bereits das Schwimmbadgelände betreten haben, kann er das Gelände nach Vorzeigen seiner Eintrittskarte wieder betreten. Er oder sie braucht keine neue Eintrittskarte zu kaufen. Ich möchte noch einmal alle Gäste darauf aufmerksam machen, dass der Aquapark Octopus für die Badegäste ausreichend Parkplätze zur Verfügung stellt. Ich wiederhole, der Fahrer des Wagens SU RT 890 möge den Wagen von der Einfahrt entfernen. Nummer 2. Sie hören die Ansage in der Straßenbahn. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Aufgrund der Bauarbeiten auf dem Schienennetz wird der Schienenverkehr ab Kölnmesse unterbrochen und auf Busse umgeleitet. An der Station stehen für Sie Busse bis Trimbornstraße bereit. Sie können dann wieder auf die Straßenbahn wechseln und bis zur Endstation fahren. Vorsicht! Gäste, die von der Endstation den Anschlusszug nach Rheindorf nehmen wollen, können auch mit dem Sonderbus bis Rheindorf Marktplatz fahren, ohne umzusteigen. Es muss jedoch in allen Fällen mit Verspätungen gerechnet werden. Die Bauarbeiten werden bis zum 31. Januar anhalten. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns. Wir wünschen Ihnen trotzdem eine gute Fahrt, Ihre Verkehrsbetriebe. Nummer 3. Sie hören eine Ansage in einem Delfinarium. Liebe Gäste, herzlich willkommen im Aquapark. Erleben Sie heute die atemberaubenden Delfinshows um 11, 13 und 15 Uhr.
Die fröhlichen Säugetiere werden in einer 30-minütigen Show einmalige Akrobatik vorführen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Betty, den Killerwal, in dem großen Bassin beim Füttern zu bestaunen. Falls Sie sich für Robben interessieren, lassen Sie sich nicht die Robbenshow im Aquarium 2 entgehen. Sie haben zu allen Shows freien Eintritt. Der Aquapark wünscht Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Nummer 4. Sie hören den Anrufbeantworter eines Friseursalons. Hier ist der automatische Anrufbeantworter des Friseursalons Schnippschnapp. Unsere Öffnungszeiten haben sich geändert. Wir sind dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr für Sie da. Montags ist unser Friseurladen geschlossen. Unser Angebot? Tolle Haarschnitte, super Frisuren für jeden Anlass. Kunden mit der Kundenkarte bekommen ein einmaliges Angebot. Jeden Tag ab 18 Uhr gibt es den Haarschnitt zum halben Preis. Wir bitten Sie, in jedem Fall einen Termin mit uns zu vereinbaren. Ohne Termin müssen Sie nämlich mit längeren Wartezeiten rechnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nummer 5. Sie hören im Fernsehen eine Dokumentation über die Essgewohnheiten von Studenten. Ich studiere internationale Wirtschaft in Kiew. Zurzeit wohne ich hier in Dresden in einer WG und mache ein Erasmus-Programm. Über das Auslandsamt der Universität habe ich eine Wohnung in einer WG gefunden. In der WG sind wir 5 Studenten. Was nun das Essen angeht, frühstücke ich zusammen mit meinen Mitbewohnern oder ab und zu allein. Wir essen zum Frühstück immer Deutsch, also Knäckebrot, Käse und leckere Brotaufstriche, danach immer Joghurt. Dazu trinken wir Tee. Abends sitzen wir alle zusammen am Tisch und meistens gibt es etwas Warmes. Naja, und mittags, das hängt von unserem Programm ab. Wenn ich in der Uni bin, kaufe ich mir was in der Cafeteria. Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Führung durch eine Tropfsteinhöhle teil. Verehrte Gäste, liebe Kinder, herzlich willkommen hier in der Tropfsteinhöhle Eberstadt. Mein Name ist Jörg Pohlmann und ich bin Verantwortlicher der Tropfsteinhöhle. Wir werden in den nächsten 30 Minuten eine beeindruckende Höhlenszenerie besichtigen, die auf der ganzen Welt einmalig ist. Ich bitte Sie vorab, die Sicherheitshelme während der ganzen Tour zu tragen, weil Sie aufgrund der tiefen Höhlendecke an einigen Stellen Ihren Kopf gegen Steinfelsen stoßen könnten. Wir haben in der Höhle wenig Licht eingebaut, damit der Prozess der Biosynthese nicht beschleunigt wird. Deshalb bitte ich Sie stets aufzupassen. Ich werde Sie natürlich immer informieren, wenn der Boden uneben ist, oder wenn sich Stalaktiten auf unserem Weg befinden. Bleiben Sie auch deshalb immer schön in der Gruppe, denn die Lichter schalten sich nach einer bestimmten Zeit von alleine aus. Und Sie würden dann im Dunkeln stehen, wenn Sie zurückbleiben. Die Temperatur in der Höhle liegt das ganze Jahr hindurch konstant bei 11 Grad. Die Luftfeuchtigkeit etwa bei 95%. Das sorgt auch dafür, dass hier in der Höhle Fledermäuse und andere Mikroorganismen leben können. Also, erschrecken Sie nicht, wenn Sie einen unserer fliegenden Freunde antreffen. Die Tropfsteinhöhle Eberstadt verdankt ihre Entdeckung dem sprichwörtlichen Zufall. Nun werden Sie denken, dass ein Bauer sein Schaf dort verloren hat
oder auch Menschen die Höhle schon vor Jahren kannten und sie erkundeten. Es waren Straßenarbeiten der Stadt, die unerwartet eine größere Öffnung in der Höhlenwand freilegten. Bereits die ersten vorsichtigen Erkundigungen ließen die atemberaubende geologische Schönheit eines Naturdenkmals erahnen. Das ist einmalig in Süddeutschland. Das Alter der Eberstädter Tropfsteinhöhle wird von Fachleuten auf 1 bis 2 Millionen Jahre geschätzt. Die Stalaktiten wachsen mit einer Geschwindigkeit von ca. 8 mm in 100 Jahren und die Stalagmiten nur um die Hälfte, also ca. 4 mm. Sie können fantastische Tropfsteingebilde formieren. Unser Höhlenteam hat den meisten Tropfsteingebilden einen eigenen Namen gegeben. Es sind viele aus der Märchenwelt. Da vorne steht zum Beispiel Schneewittchen, dort drüben Dornröschen oder auch hier vorne Frau Holle. Sie ist unsere Zentralfigur in der Höhle, auf die wir natürlich sehr stolz sind. Der Fußweg dieser Höhle ist genau 600 Meter lang. Kollegen des Geologischen Instituts Stuttgart entdeckten vor 4 Jahren gleich neben dieser Höhle eine andere Höhle mit einem kleineren Durchmesser. Diese ist nur 300 Meter lang. Da die Geowissenschaftler aber ihre Forschungsarbeiten noch nicht abgeschlossen haben, ist der Zugang zur Höhle gesperrt. Man hat aber schon 200 Meter der Höhle freilegen können. Die Höhle wird voraussichtlich im März für die Besucher zugänglich sein. Sie können aber im Medienraum neben der Information am Kiosk mehr über die Höhlen des Landkreises erfahren. Eine wunderbare Geschenkidee, die Sie bei uns im Laden erwerben können, ist auch das Tagebuch eines Höhlenforschers, in dem viele Bilder und Erfahrungsberichte enthalten sind. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Ärzten, die sich in einem örtlichen Krankenhaus unterhalten. Sie sind also die Kollegin aus Usedom. Mein Name ist Müller. Angenehm. Ich bin Johanna Roberts. Arbeiten Sie auch für die fliegenden Ärzte? Nein, ich bin als Anästhesist hier im Krankenhaus tätig. Sie arbeiten wohl noch nicht lange hier? Ehrlich gesagt, seit 2 Wochen. Und ich bin für das fliegende Personal hier auf Sylt stationiert. Ich kenne mich eigentlich noch gar nicht so gut aus. Ich habe in Hamburg mein Medizinstudium abgeschlossen und später in Usedom gearbeitet. Ich war zuerst sehr skeptisch gegenüber der neuen Stelle. Aber nachdem ich hier die tolle Landschaft Sylts gesehen habe, bereue ich es keine einzige Minute mehr. Und nicht nur die Natur ist toll, es leben auch tolle Menschen hier. Ja, das habe ich schon bemerkt. Die Menschen sind so nett, immer sehr freundlich und sie lächeln auch alle. Meine Nachbarn waren sehr hilfsbereit bei meinen Umzugsarbeiten und das habe ich an ihnen sehr geschätzt. Fliegen Sie oder sind Sie Ärztin? Das hatte ich eben nicht verstanden. Nein, ich fliege nicht. Ich bin Ärztin und bin für die verschiedenen Kleininseln um Sylt herum zuständig. Natürlich habe ich auch eine Fluglizenz, aber ich überlasse das Fliegen lieber dem netten Flugpersonal. Wie entstand eigentlich dieser Flugdienst? Das war mir nie so klar. 1928 gründete John Flynn den Royal Flying Doctor Service in Australien. Das war die einzige Möglichkeit, um die 2 einzigen Ärzte in einem Gebiet von 2 Millionen Quadratkilometern Wüste auszusenden. Das ging nur mit Hilfe von Flugzeugen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Ärzte zur Stelle. Später gründeten deutsche Ärzte für die Nordseeinseln ein ähnliches Projekt. Und hier in Deutschland, wie ist das hier? Da wir hier im Norden viele bewohnte Inseln haben, die aber auf einer sehr großen Fläche verstreut sind, bietet unser Dienst in vielen Fällen auch per Telefon oder Funkgerät ärztliche Betreuung. In akuten Situationen greifen wir mit den Wasserflugzeugen oder Helikoptern ein. Mit wem kooperieren Sie hier eigentlich? Die Flying Doctors kooperieren hier mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Bundeswehr.
Arbeiten Sie rund um die Uhr? Der Dienst arbeitet rund um die Uhr und leistet Hilfe sowohl im Notfall als auch in der allgemeinen Gesundheitspflege. Aber unser Team teilt sich die Arbeit auf. Ich arbeite nur 8 Stunden am Tag und an 2 Tagen habe ich frei. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, an den 2 Ruhetagen an nichts zu denken. Sonst ist man überlastet. Wenn man nicht die Ruhe findet, die man braucht, wirkt sich das unter der Woche auf die Arbeit aus. Ich jogge gern und wandere hier in den Dünen. Wenn ich aber mal faulenzen will, dann lese ich ein Buch oder sehe mir eine DVD an. Aha, was fasziniert Sie eigentlich so sehr an dem Beruf? Ich glaube, es hat von allem etwas. Es ist die Faszination, dem Menschen zu helfen. Das macht mir am meisten Spaß. Die Teamarbeit, das Gemeinwohl der Crew, aber auch die Natur und das Fliegen sind natürlich wichtig. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Dr. Gustav Lange und Frau Renate Hölderlin über das Thema glückliche Scheidungskinder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um glückliche Scheidungskinder. Dazu haben wir 2 Gäste eingeladen. Herrn Dr. Gustav Lange, Autor des Buches Glückliche Scheidungskinder, und Renate Hölderlin. Ihre Eltern hatten sich vor 14 Jahren getrennt. Heute ist sie selber Mutter von einem Kind und möchte über die Schicksalsjahre ihrer Kindheit sprechen. Zunächst aber einmal zu Ihnen, Herr Lange. Sie haben das Buch Glückliche Scheidungskinder geschrieben und sorgten mit diesem kontroversen Titel für Aufsehen. Ja, das ist richtig. Aber der Titel des Buches bezieht sich auf diejenigen Kinder, die nach der Scheidung ihrer Eltern trotzdem sehr glücklich waren und auch selber ein schönes, ja sorgloses Leben geführt haben. Hatten Sie das denn, Frau Hölderlin? Nein, auf keinen Fall. Ich hatte nach der Scheidung meiner Eltern sehr viele Schwierigkeiten, damit klar zu werden, warum es überhaupt dazu kam. Ich wusste nie, warum die sich scheiden ließen. Meine Eltern haben sich nach der Scheidung nie wieder gesehen, habe aber sehr oft am Telefon gestritten. Meine Mutter behielt das Sorgerecht für mich und so durfte ich bzw. konnte ich meinen Vater nur an bestimmten Wochenenden sehen. Jedes Mal nervte der eine den anderen, deswegen kann ich meine Meinung nicht mit der von Herrn Lang teilen. Sie sprechen ein Thema an, das die schlimmste Form einer Scheidung sein kann. Ich habe nie behauptet, dass es keine solchen Fälle gibt. Leider sind solche Fälle die Regel. Die Ausnahme sind die Kinder, die in meinem Buch beschrieben sind. Solche Probleme entstehen meistens, wenn finanzielle oder gar soziale Schwierigkeiten das Sicherheitsgefühl der Elternteile beeinträchtigen. Sie meinen also, dass ein Mann oder eine Frau aufgrund der finanziellen Not, in der er oder sie nach der Scheidung steckt, nicht in der Lage ist, sich über Wasser zu halten und deshalb wird dem anderen Partner die Schuld in die Schuhe geschoben? Manche Paare sind sich aber auch unsicher, wissen nicht, wie es weitergehen soll, nicht fähig vielleicht erneut ihr Leben von neuem zu beginnen. Ja, das ist richtig. Aber meistens ist es die Unsicherheit der finanziellen Not. Mütter und Väter zeigen ihre ganze Wut und Aggression vor den Kindern. Die Kinder leiden unter den negativen Folgen der Scheidung ohnehin schon genug und können die Situation nicht meistern. Es ist den Eltern aber nicht klar, welche psychischen Schäden sie damit anrichten. Meistens ist es aber doch die finanzielle Unsicherheit. Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. In meinem Fall war die Beziehung schon vor der Scheidung 3 Jahre lang kaputt. Meine Mutter nervte es ständig, dass mein Vater nie zu Hause war. In der Kneipe saß oder sich im Verein mit Freunden traf. Ich persönlich habe meinen Vater nie so oft zu Gesicht bekommen. An dem Wochenende wollte ich ihn dann sehen, aber er schickte mich weg. Ja, oft sind es leider die Väter, die nicht wissen, was sie mit ihrem Kind anfangen sollen.
Und in vielen Fällen war die Beziehung auch vor der Scheidung nicht gut. Das liegt aber oft daran, dass der Mann in gewisser Weise an dem Familienleben nicht richtig teilnahm, weil die Beziehung nie so richtig gewollt war. Oder vor allem, wenn die Mutter und Hausfrau nur den Hausangelegenheiten nachging und nie etwas mit der ganzen Familie zusammen machte, zum Beispiel einen gemeinsamen Ausflug oder mit ihrem Mann mal ins Theater oder ins Restaurant. Vernachlässigung des eigenen Mannes und volle Konzentration auf den Haushalt kann also unter Umständen den Mann dazu zwingen, das Haus zu verlassen. Frau Hölderlin, mit Verlaub, würden Sie nach so vielen Jahren nüchtern betrachtend sagen, dass so etwas eventuell auch in Ihrem Haus der Auslöser war? Nun ja, zu Hause kann es unter Umständen immer solche Probleme geben. Vielleicht wäre das auch ein Grund, die Familie zu verlassen. Ich habe meinen Vater nie fragen können. Immer sprach er schlecht über meine Mutter. Das tat mir immer weh und meiner Mutter natürlich auch. Da sehen Sie an einem Beispiel, dass es nicht immer leicht ist, die Ursachen einer Scheidung zu ergründen. Nur wenn Sie wissen, warum Sie sich scheiden lassen wollen, oder noch besser, wenn Sie sich abgesprochen haben, kann die Trennung für beide Elternteile einfacher sein. Manchmal kann eine Aussprache auch einer eventuellen Scheidung vorbeugen. Es sollte Ihrer Meinung nach eine ausführliche Diskussion stattfinden? Ja, auf jeden Fall ist das einfacher und die Kinder machen sich keine Vorwürfe. Ich bin entschieden für eine Aussprache, solange sie in vernünftiger Form ausgetragen werden kann. Und das hilft den Kindern für das Leben nach der Scheidung. Über die Erfahrungen solcher Kinder habe ich mein Buch geschrieben. Und das sind Gott sei Dank recht viele. Was ist denn Ihre Kernaussage? Es hat sich gezeigt, dass eine Scheidung die Kinder nicht automatisch unglücklich macht. Familie bedeutet doch nicht automatisch eine glückliche Kindheit. Es gibt genug Kinder, die nach der Scheidung ihrer Eltern genauso glücklich aufwachsen wie die anderen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Denn heute sind etwa ein Sechstel aller Kinder Scheidungskinder. Nur Politiker tun immer so, als ob es in der Gesellschaft nur lauter perfekte Familien geben würde. Nun ja, man darf nicht alles verallgemeinern. Aber die Mehrheit der Kinder ist schon davon betroffen und es geht ihnen nicht gut. Eine kleine Gruppe kann vielleicht damit leben und sogar noch besser zurechtkommen. Und sicher, ich gebe zu, dass es auch Menschen gibt, die auch nach der Scheidung glücklich sind, aber das sind eben Einzelfälle. Vielleicht hängt es auch von dem Menschen ab, wie er persönlich damit umgeht. Der eine erlebt die Scheidung als einen Schicksalsschlag und ruiniert sein Leben. Der andere dagegen ist gewappnet und lässt es nicht zu, seine innere Ruhe durch eine Scheidung, für die er nichts kann, zu zerstören. So ist es. Frau Hölderlin, Herr Lange, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie beide Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Zuschauer, die Zeit ist leider schon wieder um. Falls Sie Informationen zur Sendung brauchen, dann schauen Sie auf unserer Webseite. Modelltest 4. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, hier ist Mario. Ich habe die Karten für das Fußballspiel besorgt. Ich bin schon aufgeregt. Das Ticket kostet 35 Euro. Das ist nicht gerade billig, aber es lohnt sich immer für den FC Bayern München Geld auszugeben. Es ist ja schließlich nicht irgendeine Mannschaft. Nun gut, jetzt zur Planung. Wir müssen 30 Minuten vor Spielbeginn im Stadion sein. Mit der Eintrittskarte können wir sogar mit Bus und Bahn fahren, allerdings nur eine Stunde vor und nach dem Spiel. Ich habe mir überlegt, dass wir die U-Bahn um 19 Uhr nehmen, statt mit dem Auto zu fahren. Um die Zeit ist es nicht leicht, einen Parkplatz zu finden. Also, Treffpunkt um 19 Uhr an der Haltestelle. Bist du einverstanden?
Nummer 1. Sie hören folgende Information im Radio. Ein Hinweis von Ihrer Verbraucherzentrale. Vielleicht haben Sie etwas gekauft oder auch geschenkt bekommen, was Ihnen nicht gefällt und Sie möchten es umtauschen. Aber juristisch gesehen ist es so, dass Ware, die gekauft wurde und keine Fehler aufweist, nicht einfach zurückgegeben werden kann. Eine Ausnahme besteht bei Waren, die einen Fehler haben. Dann haben Sie ein Rückgaberecht von 7 Tagen. Ganz anders ist es bei Einkäufen im Internet. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf den jeweiligen Internetseiten. Nummer 2. Sie hören eine Durchsage am Flughafen. Sehr verehrte Fluggäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Kofferdiebe können Ihren Koffer stehlen und somit Ihren Urlaub ruinieren. Bitte achten Sie insbesondere in den Warteschlangen vor den Check-ins auf Ihre Wertsachen, Portemonnaies und kleineren Gegenstände. Auch in den Toiletten sollten Sie vorsichtig sein. Es könnten Sie Trickdiebe angreifen und Ihnen wertvolle Gegenstände oder Dokumente stehlen. Ferner gilt, falls Sie unbeaufsichtigte Gepäckstücke im Flughafengebäude oder dem umliegenden Gelände des Flughafens auf den Parkebenen des Parkhauses sowie in den Toiletten sehen, informieren Sie bitte direkt unser Sicherheitspersonal oder die Polizei. Nummer 3. Sie besuchen eine Buchausstellung und hören folgende Durchsage. Sehr geehrte Besucher und Besucherinnen, herzlich willkommen zur 9. Buchausstellung Bamberg. Unsere Bücherstände sind von 9 bis 18 Uhr täglich für Sie geöffnet. Schauen Sie unbedingt bei unserem Gastland Japan vorbei. Dieses Mal haben wir interessante Autoren aus dem Land der aufgehenden Sonne bei uns zu Gast, die einige Zeilen aus ihren Werken vorlesen werden. Dazu gibt es eine Simultanübersetzung. Der Vortrag des chinesischen Professors Dr. Ling Chua Chang über die überregionalen asiatischen Märchen beginnt bereits um 15 Uhr und nicht wie geplant um 16.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es im Restaurant auch Speisen aus China, Japan und Korea. Viel Spaß beim Forschen in der Märchenwelt und beim Stöbern. Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Radio. Achtung, Polizeimeldung. Auf der A49 Richtung Bittersfelde kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Der Wagen, ein schwarzer Peugeot, bewegt sich mit 60 Stundenkilometern auf der Autobahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Die Polizei versucht, den Fahrer bei der nächsten Ausfahrt zu stoppen. Weitere Verkehrsmeldungen. Die A9 Stuttgart-München ist an der Ausfahrt Ulm wegen eines schweren Unfalls eines LKWs in beiden Richtungen gesperrt. Wir bitten die Autofahrer, die Umleitung über die Bundesstraße 39 zu benutzen. Nehmen Sie die Ausfahrt Ulm Nord. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise der Polizei. Die A9 wird voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt sein. Nummer 5. Sie hören den Anrufbeantworter des Münchner Kindertheaters. Grüß Gott und herzlich willkommen beim Münchner Kindertheater. An diesem Wochenende bieten wir für unsere kleinen Gäste folgendes Programm an. Am Samstag um 10 Uhr das tapfere Schneiderlein von den Gebrüdern Grimm, ab 6 Jahre. Um 15 Uhr die kleine Hexe, ein Stück von Ottfried Preußler, ab 8 Jahre. Am Sonntag um 10 Uhr der kleine Muck, ab 6 Jahre.
und um 14 Uhr Pippi Langstrumpfs Abenteuer ab 6 Jahre. Kartenvorverkauf bis zu 15 Minuten vor der Vorführung. Wenn Papa und Mama mitkommen, gibt es einen Familienrabatt von 25%. Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Fremdenführung durch das UNO-Gebäude in Wien teil und hören folgende Informationen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Vereinten Nationen in Wien. Mein Name ist Alex Ertl. Ich werde Sie die nächsten 1,5 Stunden durch das Vienna International Center begleiten und Ihnen etwas über die Arbeit der Vereinten Nationen und über die verschiedenen in Wien ansässigen internationalen Organisationen erzählen. Bevor wir beginnen, noch einige Sicherheitshinweise. Ab dem Sicherheitscheck werden Sie exterritoriales Gebiet betreten. Bitte tragen Sie Ihre Besucherkarten immer gut sichtbar. Fotos sind erlaubt, aber bitte fotografieren Sie kein Sicherheitspersonal und auch keine Mitarbeiter. Es gibt leider keine Möglichkeit, Jacken oder Taschen abzugeben. Die Organisation der Vereinten Nationen wurde am 24. Oktober 1945 von 51 Staaten gegründet. Sie hat derzeit 193 Mitglieder. Der jüngste Mitgliedsstaat ist der Südsudan, der 2011 beigetreten ist. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen heißt Ban Ki-moon. Der Südkoreaner trat 2007 sein Amt an und wurde 2012 für eine zweite Amtszeit, also weitere 5 Jahre, in seinem Amt bestätigt. Ban Ki-moon war in den 1990er Jahren südkoreanischer Botschafter in Österreich. Er kennt daher Wien sehr gut und spricht auch Deutsch. Die Vereinten Nationen haben insgesamt 4 Hauptsitze: New York, Genf, Wien und Nairobi. Das Wiener UNO-Gebäude wurde vom österreichischen Architekten Johann Daber entworfen und nach 6-jähriger Bauzeit am 23. August 1979 feierlich eröffnet. Es arbeiten heute etwa 4.500 Menschen aus ungefähr 120 verschiedenen Nationen hier. Ein Drittel davon sind Österreicher. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, hängen hier auf der Plaza die Fahnen der Mitgliedstaaten in alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem englischen Namen des Landes. Das Vienna International Center, kurz VIC, ist das Zuhause für eine ganze Reihe von internationalen Organisationen. Der Schwerpunkt dieses Hauptsitzes liegt auf der friedlichen Nutzung der Atomenergie und der menschlichen Sicherheit. Atomare Sicherheit, friedliche Anwendungen von Atomenergie, Atomteststopps sind nur einige der Arbeitsgebiete, die in Wien im Mittelpunkt stehen. 2 Organisationen hier im VIC beschäftigen sich im Besonderen mit dem Thema Atomenergie und deren Nutzung. Es sind dies die IAEO, die Internationale Atomenergieorganisation, und die CTBTO, die Vorbereitungskommission des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, kurz Atomteststopp-Organisation. Darüber hinaus gibt es hier auch die Organisation für industrielle Entwicklung, das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, die Kommission für internationales Handelsrecht, das Büro für Weltraumfragen und die Internationale Kommission zum Schutz der Donau, um nur einige zu nennen. Hier in Wien finden pro Jahr ca. 3.600 Konferenzen und Tagungen statt. Pro Tag werden bis zu 20 Tagungen abgehalten. Unser Konferenzgebäude, das M-Gebäude, wurde 2008 zu den bisherigen Gebäuden hinzugefügt und bietet zusätzlichen Platz für bis zu 1.000 Konferenzteilnehmer. Die Delegierten, die zu den Konferenzen kommen, können ihre Reden in einer der 6 Amtssprachen der Vereinten Nationen halten: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Unsere Dolmetscher übersetzen sie simultan in die anderen 5. Die 2 Arbeitssprachen der Vereinten Nationen sind Englisch und Französisch.